In diesem Video zeige ich euch drei beliebte Weihnachtskuchen. Los geht's! Den Anfang machen wir mit einem richtig fluffigen Glühweinkuchen. Hierfür brauchen wir 225 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker und das schlagen wir jetzt mit einem Mixer schaumig. Nun geben wir 4 Eier dazu und schlagen alles nochmal schön auf. Nun geben wir 80 Gramm gemahlene Mandeln hinzu, 25 Gramm Backkakao und 2 Teelöffel Glühweingewürz. Das dann alles wieder gut verrühren. Jetzt geben wir eine Prise Salz, 2 Teelöffel Backpulver und so ca. 70 Gramm Schokoraspel dazu. Nachdem wir dann alles wieder gut verrührt haben, geben wir 250 Gramm Mehl und 200 Milliliter Glühwein abwechselnd hinzu. Den Glühweinkuchen bei ca. 175 Gramm Ober-Unterhitze 45 Minuten backen. Für die Glasur 160 Gramm Puderzucker mit 4 Esslöffel Glühwein gut verrühren. Nun zum nächsten Rezept. Und heute machen wir zusammen einen Spekulatiuskuchen. Wir brauchen 250 Gramm weiche Butter, etwa 150 Gramm Rohrzucker und das jetzt schaumig rühren. Die Eier einzeln unterrühren. Jetzt brauchen wir 250 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln, ein Backpulver, 2 Teelöffel Zimt und ein Viertel Teelöffel Orangenabrieb. Abwechselnd die Mehlmischung mit der Milch unterrühren. Etwa 10 Spekulatius zerbröseln und unterheben. Und die Masse dann in eine Kastenform oder in eine Springform füllen.
bei 175 Grad Ober-Unterhitze ca. 45 Minuten backen. Natürlich darf auch der Lebkuchen nicht fehlen. Lebkuchen im Eiltempo, wenige Schritte, riesiger Geschmack, los geht's! Jeweils 50 Gramm Orangeschad und Zitronat zerkleinern. In eine Schüssel 4 Eier und 210 Gramm braunen Zucker geben. Das dann mit einem Mixer schaumig schlagen. Dann geben wir eine Messerspitze Backpulver, 10 Gramm Lebkuchengewürz, eine Messerspitze Muskatnuss und 250 Gramm Mehl nach und nach dazu. In den fertigen Teig heben wir jetzt 100 Gramm gehackte Mandeln unter. Ebenso das fein gehackte Orangeschad und Zitronat. Oblaten auf einem Backblech geben und darauf den Teig mit einem Spritzbeutel verteilen. Die Lebkuchen dann im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze ca. 20 Minuten backen. Die fertigen Lebkuchen entweder mit Kuvertüre oder Zuckerguss bestreichen.